Hallo und herzlich willkommen zum Showroom Modelljahr 21. Lena und ich werden euch heute die Highlights aus dem Bereich der Accessoires vorstellen. Heute stelle ich euch einen von unseren zwei neuen MTB-Helmen vor, und zwar den MTB Frisk. Bei dem Frisk ist es so, dass wir eine sehr weit nach unten gezogene Heckpartie haben. Bedeutet, wir haben auf jeden Fall mehr Schutz im Gelände. Des Weiteren haben wir ein abnehmbares Visier, beziehungsweise auch austauschbar mit Aluminiumschrauben. Unter anderem, um den Schutzfaktor noch zu verbessern, haben wir, wie bei allen unseren neuen Modellen, ein MIPS-System verbaut, das quasi wie eine zweite Schicht im Helm ist, die sich bewegt, wenn ein Sturz passieren sollte. Natürlich ist der Helm auch wieder mit unserem X-Lock-Adapter ausgestattet. Bedeutet, hier kann ohne Probleme unsere HPA 2000 oder auch HPA 1300 mit ihrem Akku im hinteren Bereich fixiert werden. Durch die optimierten Belüftungskanäle haben wir auf jeden Fall auch einen besseren Airflow. Bedeutet, dein Kopf bleibt kühler bei der Fahrt, dementsprechend auch konzentrierter. In dem Modelljahr 21 haben wir ein absolutes Highlight mit dem Strover geschaffen. Der Strover bildet die Speerspitze in unserem Helmportfolio für den MTB-Bereich. Auch hier haben wir wieder eine sehr tief gezogene Heckpartie, um mehr Schutz zu generieren, genauso wie ein gewichtssparendes MIPS-System, was nochmal mehr Schutz bietet. Bei diesem Helm haben wir ebenfalls sehr großflächige Löcher, um sehr guten Airflow zu gewährleisten, dementsprechend auch eine sehr gute Belüftung eben auch hat. Wir haben ein verstellbares Visier, das über Aluminiumschrauben fixiert ist, also auch hier wieder ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Des Weiteren haben wir auch in der Schließe ein Fitlock-System integriert. Das bedeutet, durch einfaches Zusammenschließen ist der Helm wieder gesichert. Das wirkliche Highlight von diesem Helm sind unsere Flip-Adapter. Bei diesen Flip-Adaptern ist es möglich, durch Drehen davon unsere HPA 2000 und auch HPA 1300 im oberen Bereich für den Lampenkopf und im hinteren Bereich für den Akku anzuschließen. Mit dem Pro-E 140 High Beam haben wir ein weiteres Highlight in der Kategorie Beleuchtung unter der Marke Acid. Wir haben hier ein STVZO geprüftes E-Bike Frontlicht, was mit 90 Lux die Straße ausleuchtet und per Taster auf 140 Lux erhöht werden kann. Das Licht wird mit einem 130 cm langen Lichtkabel für Bosch-Motoren direkt ausgeliefert. Außerdem hat dieses Licht alle Halterungen dabei, um es an der Gabelkrone oder auch vor dem Lenker zu fixieren. Das sicherste Schloss unter der Marke Acid ist das Rigid 90. Wir haben hier eine Schließlänge von 90 cm, was bedeutet, dass dein Bike auf jeden Fall an sehr großen Objekten auch sicher angeschlossen werden kann. Durch den hochsicheren Scheibenzylinder können wir auch gewährleisten, dass es hier auf jeden Fall der potenzielle Dieb schwer hat, dieses Teil zu knacken. Es ist Eispray getestet, es hat einen Sägeschutz und es ist so konzipiert, dass die Halterung davon entweder an die Stelle des Flaschenhalters fixiert werden kann oder über Klettverschlüsse an jeder anderen Position an deinem Fahrrad. In dem Fall sehen wir, dass die Halterung direkt an den Schrauben für den Flaschenhalter angeschraubt wurde und ich das Schloss sicher hier verschließen kann. Des Weiteren ist unser Rigid 90 auch Art 2 zertifiziert und auch von der ENRA-Versicherung abgenommen, bedeutet, dass dein Jobrad auch auf jeden Fall versichert ist. In dem Modelljahr 21 standen wir unter der Marke Cube mit 26 brandneuen Handschuhen. Wir haben die Natural Fit Kollektion, die sehr starken Wert auf das Körperliche widerlegt. Wir haben die Performance-Kategorie, die wirklich für den sportiven Fahrer gemacht worden ist. Also wenig Polster, direkter Kontakt, viel Feedback vom Fahrrad und die Competition-Serie, die ein sehr preisaggressives Segment angreift und natürlich für die Kids, unsere Junior-Line,
ebenfalls mit Kurzfinger und Langfinger. Unter der Marke Cube haben wir jetzt seit ungefähr 4 Jahren das erste Mal wieder neue Schoner entwickelt. Wir haben hier einen Schoner mit der Ergonomielinie Natural Fit und der Schoner, der mit unserem Action Team zusammen entwickelt wurde, der Schoner X Action Team. Wir haben bei beiden Schonern auf der Innenseite einen Silikonprint, der erstmal das Verrutschen sichert, aber des Weiteren die Art und Weise eines Kinesiotapes imitiert. Bedeutet, dass der Lymphfluss dadurch gesteigert wird und somit weniger Wassereinlagerungen im Bein angelagert werden. Bei dem Natural Fit Schoner haben wir einen Protektor der Schutzklasse 1 von Sastec verwendet, einen sehr dünnen und sehr flexiblen Schoner, um wirklich ein sehr gutes Fahrgefühl darzustellen. Und in dem Action Team Schoner haben wir einen Protektor der Schutzklasse 2, ebenfalls von Sastec, das auch bei höheren Geschwindigkeiten einen Einschlag wesentlich stärker abgedämpft wird. Die Teamline Kollektion war die erste Bekleidungslinie unter der Marke Cube. Das Wichtigste ist eigentlich bei der Gestaltung oder bei dem Designprozess auf die farbliche Abstimmung zwischen Bekleidungslinie und den Farbgebungen der Bikes zu achten. Wir haben auf jeden Fall neben dem Color Match noch weitere Funktionen, die wir mit bei der Entwicklung beachten. Einmal ist es die Auswahl der Stoffe. Wir setzen auf jeden Fall auf das beste Tragekomfort für den Fahrer. Die technischen Features, die technischen Funktionen von dem Trikot sind auf jeden Fall auch sehr durchdacht. Wir haben am Rücken beispielsweise eine Tasche, die mit einem wasserabweisenden Stoff versetzt ist, damit der Inhalt trocken bleibt. Außerdem setzt das Trikot auf mehrere Sicherheitsaspekte, beispielsweise durch den Einsatz von reflektierenden Elementen. Wir versuchen in der After-Race-Kollektion jedes Jahr einen Artikel herauszubringen, den man auf den ersten Blick nicht in einem Portfolio von Fahrradbekleidung erwartet. Dieses Jahr haben wir das auf jeden Fall mit unserem Cube Windbreaker geschafft. Dieser Windbreaker besteht aus zwei Materialien, im Inneren aus dem feuchtigkeitsableitenden Mesh in dem schönen Neongelb und außen aus dem Ripstop-Material, das sehr widerstandsfähig ist und das Neongelb nach außen strahlen lässt. Mit diesem Windbreaker haben wir auf jeden Fall ein modisches Highlight gesetzt. Unsere Edge-Kollektion definiert sich über das Outfit unserer Teamfahrer. Funktional, robust und mit einem perfekten Fit muss sie letztendlich ausgestattet sein. Neben den Trikots und Baggy-Shorts haben wir in diesem Jahr auch eine lange Hose im Angebot. Die Entwicklung wurde geprägt durch die Zusammenarbeit mit unseren Fahrern, um letztendlich das Gute weiter zu perfektionieren. Wir haben unter anderem durch die vorgeformte Beinform auf jeden Fall den perfekten Sitz auf dem Fahrrad. Und das Tragen von Schonern ist auf jeden Fall auch nicht beeinträchtigt. Weitere Features der Hose sind der Silikonprint im Rückenbereich und elastische Einsätze im Waden- und Knöchelbereich für das Einsatzgebiet Downhill, Enduro und MTB bestens geeignet. Eins der Highlights im Modelljahr 21 ist auf jeden Fall unsere Storm Jacket. Die Storm Jacket begleitet uns schon mehrere Jahre und wir haben auch einige Funktionen der Vorgängermodelle beibehalten. Beispielsweise die Kapuze mit dem integrierten Schirm. Und dieser bietet auf jeden Fall super Komfort unter dem Helm und falls es mal regnen sollte, auch den besten Schutz. Wir haben auch das Material beibehalten. Das Material ist wasserdicht und hat eine Wassersäule von 10.000 mm Stand. Bei der schwarzen Farboption haben wir einen reflektierenden Print eingebaut, den man auf den ersten Blick eigentlich nicht sieht, doch bei direkter Lichteinstrahlung auf jeden Fall der Brustbereich schön aufleuchtet. Die Storm Jacket gibt es nicht nur in der dunklen Farboption, sondern auch in dem Action Team Rot. Und alle Jacken werden mit 2 Eingriffstaschen inklusive Reißverschluss ausgeliefert.